Guten Morgen! Viele haben sich das Gartentagebuch wieder gewünscht, was ja nur für eine Saison eigentlich konzipiert war. Die komplette Playlist der letzten Saison findet ihr oben in den Infokarten. Und einige haben in letzter Zeit auch sich gewünscht, noch mehr private Einblicke in mein Leben zu bekommen. Und ja, dazu habe ich mich, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, eins und eins quasi zusammenzuzählen und einfach im Rahmen meiner täglichen Videos auch mal ja, mein Leben im Garten einfach weiter mit euch zu teilen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Mal, wenn ich in den Garten gehe, mit filmen werde, aber ich werde auf jeden Fall wieder die Impressionen, die entscheidenden Impressionen des Gartenalltags festhalten und hier auch im Tagebuch, was es ja irgendwo immer noch ist, mit euch teilen. Ja, also von daher, ab heute wird es dann und wann, nicht jede Woche sicherlich, aber dann und wann ein paar Einblicke geben aus meinem Gartenalltag. Und die werde ich dann natürlich auch weiter in die Playlist Gartentagebuch mit integrieren. Diese Playlist und viele andere nach Themen sortierte Playlisten findet ihr auch unten in der Infobox immer. Müsst ihr nur mehr dazu oder sowas klicken und habt ihr mal die ganzen ja, Playlisten zu den verschiedenen Thematiken. Und nun viel Freude mit den Impressionen auch dieses Jahr wieder aus meinem Garten. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie viel aus einer Knolle Turbinambur wird. Das war eine Knolle. Eine Knolle. Und guck mal, jetzt habe ich ja schon und ich kann ja abmachen und es geht immer weiter. Das ist Wahnsinn, was hier an so einer Knolle dran ist. Das ist eine Knolle und ich habe sie nicht gegossen und nicht ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert. Und trotzdem werden hier wird ja einfach total viel Essen draus. Also wenn das nicht, sage ich mal, Herr Regenwurm, wenn das nicht die Lösung für jede Hungerproblematik ist, ich weiß es auch nicht. Also es ist Wahnsinn. Egal wo du die hinmachst, die wachsen immer. Und du hast richtig, oh, das ist einfach nur ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. So wahnsinnig viel dran, ja. Da wird eine ganze Familie satt von einer Knolle hier. Und die hast du einfach so in der Erde. Und die Knollen hast du einfach so wieder in der Erde. Und da kommt auch wieder genau solche Dinger da raus. Das ist einfach eine never ending Story. Und dazu ist noch gesund. Unglaublich einfach. Einfach nur unglaublich. Na? Ja, Alter, Turbinambur. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Turbinambur ist das Geilste. Ui, jetzt hab ich fast den Regenwurm mitgegessen. Ja. Na, den muss ich da rausmachen. Gut, wollte ich bloß mal so sagen. So, Mission Rosenfreier Garten hat begonnen. Ich habe angefangen, meine Rosen alle abzuschneiden. Und zwar bis auf den Grund. Ich weiß, die müsst ihr wahrscheinlich ausbuddeln, aber ich hoffe, die geben vielleicht so auf. Wenn nicht, na, dann muss ich es halt andermal machen. Abschneiden muss ich sowieso klein schneiden für den Kompost. Von daher schneide ich die Rosen hier quasi alle runter bis auf den Boden ab. Und das mache ich auch jetzt bewusst schön im Winter, damit die dann halt schön nicht wieder sich erholen. Weil ich mag keine Rosen, das war mir von Anfang an klar. Ich habe sie trotzdem da gelassen und deswegen werde ich jetzt, ich habe ja noch hunderte Rosen in meinem Garten wahrscheinlich, also zumindest sehr, sehr viele, werde ich jetzt anfangen Stück für Stück die ganzen Rosen zu entsorgen. Weil ich möchte irgendwann durch meinen Garten gehen, dass da nirgendwo was mit Stacheln ist, also keine Hecken, die stacheln und keine Rosen, die stacheln, sondern barfuß schön durch meinen Garten gehen. Und dadurch keine Stacheln, nirgendwo Stacheln, ich will keine Stacheln. Rosen müssen weg. Jo, und so sieht die Rose dann aus, wenn sie weg ist. So muss es sein. Und ich habe jetzt erstmal überlegt, eventuell die eine oder andere Rose noch stehen zu lassen. Jetzt gerade, weil ich gesehen habe, die fangen jetzt an zu blühen hier. Im Winter. Aber ja, es ist nicht. Es sind Stacheln und Stacheln sind nervig. Ich hasse Stacheln ohne Ende. Von daher werde ich einfach alle Rosen rausmachen. Punkt aus. Und da brauche ich so lange nicht mehr keinen Kopf zu machen, sondern alle Rosen raus. Alle Rosen raus. Das erste Weizengras des Jahres wächst auch schon. Schaut euch das mal an hier. Es ist jetzt Anfang April und ja, man kann eigentlich im Endeffekt schon wieder übergangslos Weizengras weiter anbauen und es ist einfach genial. Man muss halt aufpassen, dass man es halt wirklich dann auch rechtzeitig erntet, bevor dann wirklich der Weizen kommt und so weiter. Aber ja, das wird heute eine ziemlich große Weizengrasernte, würde ich sagen. So, ich ernte hier gerade den Red Russian Kale. Das ist ein Grünkohl. Da muss ich sagen, von den ganzen Grünkohlarten, die ich angebaut habe, also einmal diesen Palmkohl, diesen Schwarzkohl und diesen normalen Grünkohl, oder halbhoher Krause oder der normale, ist der hier geschmacklich am besten und hat auch den wenigsten Befall von diesen weißen Fliegen. Also Red Kale, Red Russian,
für mich der absolute Grünkohlfavorit dieses Jahres. Und ja, wie gesagt, jetzt Anfang April und man kann immer noch ernten. Die haben natürlich den Frost abbekommen, diese Süße haben die jetzt und mal gespannt, wie lange die noch wachsen. So, was ihr hier seht, ist die Aprikosenblüte. Und ja, einerseits freue ich mich, dass sie den ersten Winter hier überlebt hat. Ich habe sie hier letztes Jahr ja eingepflanzt. Allerdings ist die Blüte mir etwas zu früh, weil ja, da also kommt bestimmt noch mal so ein bisschen Frost oder so. Und von daher bin ich nicht ganz glücklich mit der frühen Aprikosenblüte. Aber ja, lässt sich ja nun mal nichts dran ändern. Und naja. Hoffen wir mal, dass die anderen vielleicht ein bisschen länger brauchen und dass ich vielleicht sogar direkt im dritten Jahr, weil die ist zweijährig, die Pflanze, ja, Aprikosen ernten kann. Das ist übrigens mein erstes Stangenobst, oder weiß nicht, wie das heißt, was also nur an einem, nicht am Baum ist, sondern so an so einer Spindel hochgemachtes Spindelobst vielleicht. Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht die erste Aprikose wird. Die erste Blüte des Jahres, also die richtig ausgereifte, das ist hier mein Pfirsichbaum, dieser Weinbergpfirsich. Und wie gesagt, der Weinbergpfirsich ist nicht dieser Plattpfirsich, das wird häufig im Sprachgebrauch verwechselt. Der Weinbergpfirsich ist einfach so ein ganz spezieller roter Pfirsich. Da sehe ich über gerade eine Biene, wie die die Blüte bestäubt. Ich weiß nicht, ob ihr die auch seht. Sind sogar mehrere Bienen, habe ich entdeckt. Das heißt, das wird jetzt gerade bestäubt und die Pfirsiche schmecken genial, wirklich richtig, richtig genial. Und ja, dann war ich gespannt, ob dann dieses Jahr, letztes Jahr hatte ich 3 oder 4 Pfirsiche hier ernten können, weil das ist ein ganz frischer Baum. Und ja, dann bin ich dieses Jahr wieder sehr gespannt. Die Apfelblüte ist noch nicht da und die Pflaumenblüte, naja, seht ihr ja selber im Ansatz. Ne? So, und hier habe ich jetzt angefangen, da hinten seht ihr schon, wo ich ein bisschen aufgelockert habe, das soll nämlich dieses Jahr mein Maisfeld werden. Ich liebe das, oder ich erinnere mich gerne an meine Kindheit zurück, wo ich so auf Maisfeldern gegangen bin und frische Maiskolben gegessen habe. Aber heutzutage sind die ganzen Maissorten ja nur gespritzt oder es ist nur Futtermais und ja, ja, und auf jeden Fall habe ich einfach mal so dieses Jahr das Bedürfnis, hier so aus dem ganzen Feld hier neben dem Maulbeerbaum alles Mais zu machen und frischen Mais zu ernten bei mir im Garten. Ich habe da so ein Gen, also der gentechnisch nicht verändert wurde, goldener Bam-Tam heißt der. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das klappt dieses Jahr, weil die sollen ja auch einige Schädlinge haben, Mais, und ob der immer wird und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist das heute, es ist dieses Jahr auf jeden Fall mein großes Projekt, das erste Mal Mais anzubauen und auch recht viel anzubauen. Und naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, und das ist dann sozusagen meine Ernte für heute. Also einmal hier Schafsgarbe, dann sehr, sehr viel Weizengras und hier drunter ist der Red Kale, der Grünkohl, auch ganz viel. Und auf der anderen Seite Topinambur, da habe ich immer noch was da und dann mache ich wieder meine Topinambur-Chips. Ich weiß nicht, ob du die kennst, du Rindfleischbraten habe ich den, glaube ich, genannt. Das Rezept tue ich oben in die Infokarten posten, schmeckt mega lecker. Und ja, und da ist jetzt... Trotz sozusagen Anfang April und wo eigentlich so die ersten Sachen erst reingesteckt werden, ist halt echt viel zu ernten. Und das kannst du, wenn du das clever machst, über das ganze Jahr wirklich ziehen, dass du immer im Garten was zu ernten hast und dich dementsprechend auch selbst versorgen kannst. Und natürlich ein bisschen clever sein mit Lagerung, gerade was Kartoffeln und Äpfel angeht. Aber ansonsten, aber man muss da reinwachsen. Für mich ist das auch so ein Prozess jetzt über die Jahre hinweg mit meinem Garten. Und ich bin aber total glücklich, dass ich ja die Chance habe, sozusagen in so einem Garten da meine Erfahrungen zu sammeln. Soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, die Impressionen haben euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen kurzen Kommentar als Rückmeldung, als Feedback für mich, würde ich mich dann sehr darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.